Guten Tag, ihr seid auf dem Kanal Global Fashion Workshop Germany. Heute werden wir ein Blusenshirt modellieren. Ich verwende dafür meinen Grundschnitt nach dem System 10 Maße und erkläre gleich alle Nuancen. Es gibt immer etwas, was man anders machen kann. Schaut, ich habe heute ein weißes Shirt, welches wir hier genäht haben. Das ist mein einziges Shirt. Ich ziehe mit Absicht den Bläser aus, damit ihr ihn euch angucken könnt. Das ist mein einziges Shirt. Die Menschen denken, oh, wenn ich in Paris wäre, würde ich mir dort viele T-Shirts kaufen. Wäre ich in Italien, in Milan, dann hätte ich dort T-Shirts eingekauft. Ich sage euch, ihr findet sie dort nicht. Wenn eine Marke sie mal herstellt, dann sind sie aber auch sehr teuer. Ansonsten sind sie entweder aus Viskose hergestellt oder enthalten irgendwelche Blumen, Aufschriften, Strasssteine oder sonstiges. Ich habe aus Paris mir diese Baumwolljersey mitgebracht und habe mir daraus zwei T-Shirts nähen lassen. Eins davon ist klassisch rein weiß und das zweite ist mit drei gestickten Vögeln drauf und mit angeschnittenen Ärmeln. Der Stoff hat mir für zwei T-Shirts ausgereicht. Ich hatte vorhin meinen Boyfriend Blazer, den ich sehr gern habe, an. Er passt gut zu einem T-Shirt, aber ich würde mich wohler fühlen, wenn das T-Shirt aus so einer qualitätvollen Baumwolle wäre. Es hätte natürlich nicht mehr diese Eigenschaft der Dehnbarkeit wie bei Jersey. Nichtsdestotrotz kann man es sehr komfortabel konstruieren. Ich denke, dass ich in dieser Bluse besser aussehen werde. Dieses Shirt werde ich in meiner Freizeit tragen. Als City-Outfit habe ich meine Lieblingshose und den blauen Blazer, aber dieses Shirt, diese Kombination stellt mich nicht zufrieden. Deshalb werden wir mit euch an einem Blusenshirt arbeiten. Heute fertige ich das Schnittmuster an. Wir werden sehr ausführlich über die Konstruktion sprechen. In der nächsten Lektion führen wir den Zuschnitt und die Anprobe durch. Ich denke, dass meine Mädels es sehr schnell fertigstellen und ich ziemlich bald um ein neues Kleidungsstück reicher bin. Außerdem werden wir Shirts aus Seide nähen. Das ist wirklich genial. Eigentlich nähen jetzt die berühmten Marken wie Bruno Cucinelli und Loro Piana solche Blusen, die dem Schnitt des T-Shirts ähnelt. Lass uns die Skizze anschauen. Ein Teil des Brustabdehens habe ich eingehalten, nicht den gesamten Abnäherinhalt. Ein Teil halte ich ein, beim Jersey habe ich hier ein wenig an Weite. Wenn ich bei der Baumwolle den gesamten Abnäherinhalt auflöse, werde ich hier so einen Sack haben und das möchte ich mit Sicherheit nicht haben. Ich lockere hier natürlich etwas auf. Den Abnäher werden wir teilweise auflösen, aber ein Teil des Abnähers wird eingehalten. Wir flachen ihn ein wenig ab, so dass er nicht so spitz ist. Dieser Rest des Abnähers verhindert, dass das T-Shirt hier so absteht. Ich lege meinen schönen Stoff erstmal zur Seite. Wir widmen uns jetzt der Konstruktion an. Die Modelllänge ist 65 cm. Ich habe es hier von der Schulter so ausgemessen. Die Ärmellänge 20. Wir beginnen damit, dass wir die Breite des Vorder- und des Rückenteils vergleichen. Sie sind nicht identisch gleich. Das ist aber in diesem Fall nicht wichtig. Das lassen wir so stehen. Ich hätte hier 1 cm erweitert und hier 1 cm abgetragen. Ich mache dies, damit der Brustabnäher nicht so lang ist. Ansonsten endet der Abnäher fast auf dem Rücken. Das Rückenteil erweitere ich. Und das Vorderteil verkleinere ich um diesen Wert. Dadurch ist unser Abnäher 2 cm kürzer und das ist gut. Nun gelten die braunen Linien. Lass uns sofort das Armloch vertiefen. Ich denke, wir überschneiden ca. 1 cm die Schulter. Hier überschneiden wir die Schulter. Auf dem Rückenteil liquidieren wir den Abnäher einfach.
Der Abnäherinhalt ist 3 cm. Nun schaut. Hätte ich den Abnäher ausgeschnitten und dann 7 mm hierher übertragen und damit den Inhalt verkleinert hätte, dann hätte sich die Schulternaht erhöht. Ohne all die Manipulation des Aufschneidens und der Verlagerung erhöhe ich die Schulter auf 7 mm. Ich habe die neue Schulter gezeichnet. Vier, 13. Wir lockern dadurch hier ein wenig auf. So, ich habe euch jetzt durcheinander gebracht. Diese Schulter ist dem ursprünglichen Schultermaß gleich. 13 cm. Dieser Abstand plus dieser ist 13 cm. Jetzt muss ich hier noch 1 cm verlängern. Also trage ich hier auch 1 cm ab. 1 cm ist nicht gleich überschnittene Schulter. Es dient dazu, dass die Naht nicht direkt auf der Schulter ist. Auf diesem T-Shirt verläuft die Naht direkt auf der Schulter. Das ist auch in Ordnung. Aber bei diesem möchte ich ein wenig überschneiden. Dieses Shirt wurde inzwischen schon 150 Mal gewaschen. Das ist das einzige T-Shirt in meinem Leben. Jetzt zeichne ich ein neues Armloch ein. Das ist noch nicht endgültig. Wir werden den Abnäher verlagern und auflockern. Ihr seht die braunen Linien, die nun aktuell sind. Nun erweitere ich auf beiden Seiten auf 1 cm. Ich werde gleich alles noch einmal wiederholen. Im Brustbereich erweitere ich ein wenig. Was habe ich bis hierher gemacht? Ich habe ca. 1,7-1,8 cm vertieft. Das Rückenteil habe ich ein wenig erhöht, als ob ich hier aufgelockert hätte. Ich habe aber den Abnäher nicht verlagert. Stellt euch vor, dass hier ein Teil des Abnäherinhalts ist. Dadurch würde sich die Schulter erhöhen. Dieser Abstand entspricht dem Abnäherinhalt. Um diesen Wert habe ich gekürzt. Den Abnäher habe ich ignoriert. Dann habe ich der vorderen Schulterbreite angeglichen. Die Zugabe für den Abnäher habe ich einfach annulliert. Hier haben wir auf 1 cm aufgelockert. In diesem Bereich darf man nichts abtragen. Das Armloch ist noch nicht endgültig, wir werden es doch auflockern. So, zunächst erweitern wir das Halsloch auf 1,5 cm. Hinten trage ich auch ein wenig ab. Vorn vertiefe ich auf ca. 3 cm. Wir werden hier noch weitere Veränderungen durchführen. Wir haben bis jetzt an der Schulternaht gearbeitet, die vordere und hintere Schulter miteinander verglichen, das Rückenteil erhöht. Wir haben nichts aufgeschnitten, sondern nach Augenmaß erhöht, vertieft, erweitert. Da dieses Modell eine gewisse Weite hervorsieht, deshalb habe ich hier erweitert. Der Schulterwinkel ist noch unverändert. Wir werden einen Teil des Abnähers in das Armloch verlagern. Das ist noch nicht endgültig. Hier haben wir 3 cm vertieft und auf beiden Schnittteilen das Halsloch erweitert. Unsere Aufgabe ist, den Schnitt unseres Kleidungsstückes zu konstruieren. Später werden wir noch an dem Ärmel arbeiten. So.
Seht ihr, wie merkwürdig das Armloch aussieht? Wir werden es noch vervollständigen. Seht ihr? Das sieht so so lala aus. Etwas unterhalb der Mitte schneide dich zum Brustpunkt auf. Und öffne auf ca. 1 cm. Schaut, wie das Armloch vor diesem Vorgang aussah. Und wie es sich nun verändert, wenn wir einen Teil des Apneas hierher verschieben. Ich sage immer, gewöhnt es euch an, das Armloch anzuschauen. Na, das sieht schon ganz anders aus. Das sieht komplett anders aus. Der Unterricht heute ist eher praktisch, da wir heute mit euch ein Schnittmuster konstruieren. Aber es besteht auch der Wunsch, sich zwischendurch über die aktuellen Modetrends zu unterhalten. Zurzeit sind solche T-Shirts im Trend. Alle Stylisten rufen auf, keine altmodische Blusen zu tragen, sondern T-Shirts. Aber das bedeutet nicht, dass wir nun alle Jersey anziehen. Man hat so lange versucht, uns zu überzeugen, dass man Sportschuhe zu einem Chiffonkleid tragen kann. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber bei mir ist es nicht hängen geblieben. Ich trage Sportschuhe zum Jeans. Auf der Rückseite werde ich auch abkleben, damit es nicht hängen bleibt. Nun schaut hierher. Es besteht der Wunsch, es auszubessern. Meine Damen, arbeitet an der Schönheit des Armlochs immer vorzeitig. Später ist es zu spät. Das Armloch ist immer noch nicht endgültig fertig. Wir werden es noch verändern. Der Apnäher ist fast horizontal. Der Neigungswinkel ist sehr gering. Ist fast horizontal. Macht nicht parallel zur Teilenlinie. Nur ganz leicht geneigt. Neigen wir es stärker, zerstören wir damit den Stil. Bei solchen legeren Sachen macht man solche Apnäher nicht. Also, hier habe ich auf 1 cm geöffnet. Nun werde ich es abkleben. Danach werden wir diesen Zentimeter hier abschneiden. Ihr werdet euch sicherlich fragen, wozu der ganze Aufwand? Man hätte einfach zuklappen können, aber dann hätten wir im Brustbereich nicht diese Weite bekommen. In diesem Bereich hier. Um diesen Stil zu verleihen, machen wir all das. Nun geht es einfach weiter. Wir legen die Schultern an und vergleichen und schauen uns noch einmal das Armloch an. Ich bin fast fertig.
Da ist er. Schaut, ich trage nun hier oben ab. Hier habe ich auch einen Hauch mehr Weite. Lasst mich das jetzt abschneiden. Nun schauen wir uns noch einmal das Armloch an. Oh. Ein weites, komfortables Armloch. An dem Ärmel müssten wir an diese Zugaben denken. Seht ihr, wie locker und komfortabel es geworden ist, da wir hier und hier aufgelockert haben, des Weiteren. Unser Brustapnier hat sich nun auf fast 2 cm verkleinert. Was können wir hier noch machen? Man kann den Apnier einen weiteren Zentimeter verringern, indem man ein Stück Papier darunter klebt. Später wird dieser Zentimeter hier oben abgeschnitten, damit die Seitennähte beim Abstecken identisch lang sind. Wenn wir hier etwas dazukleben und hier oben diesen Wert nicht abtragen, dann werden die Seitennähte unterschiedlich lang sein. Der Schnitt wird vorzeitig überprüft. Das Armloch haben wir überprüft. Ich belasse es so dabei. Da ich ziemlich steife Baumwolle habe, verkleinere ich den Apnier nicht weiter. Ihr könnt nach Wunsch den Apnier verkleinern. Also gut, nun messe ich das Armloch aus. So, ich messe es jetzt so aus. Stellt euch vor, wie stylisch wir sein werden. Na, fast 50 cm. Unsere Skizze. Ja, ist ein wenig zu klein. Als erstes flache ich die Seiten ein wenig ab. Diese Kurven flache ich ein wenig ab. Folgt mir. Auf dem T-Shirt macht man die Ärmelkugel nicht so oval. Ich erweitere gleich an den Seiten. Wer unserem Kanal folgt, weiß inzwischen, dass ich mit Absicht euch unterschiedliche Methoden, wie man den Ärmel erweitert und den Brustapnier abflacht, vorstelle. Ich mache es dazu, damit ihr die Handlungsfreiheit in Arbeit an dem Grundschnitt erkennt. Das ist das, was wir haben. Nun schneide ich den Ärmel in der Mitte auf und schiebe ihn auf. So. Wenn wir den Grundschnitt ausschneiden, das Vorder- und das Rückenteil, den Ärmel und exakt danach nähen bzw. versuchen es anzuziehen, so ist daran kein Stil. Um einen oder anderen Stil zu verleihen, muss man ein wenig, nicht viel, sondern ein wenig daran arbeiten. Och, wie ist mir das passiert? Na, ist halt passiert. Ihr wisst, wenn das Armloch aufgelockert wird, wird hier zum Beispiel
Wir haben hier und hier aufgelockert, seht ihr ja? Deshalb vergrößern wir den Ärmel auch an der Höhe. Ah, wenigstens 7 mm. So ein Ärmel mit vergrößerter Ärmelkugel wird sich besser anpassen. Vergesst nicht, dass gewisse Weite uns hier bleibt. Wir werden hier niemals eine körpernahe Passform erreichen. Nein, davon ist nicht die Rede. Ich kann schon fast sagen, dass unser Schnittmuster fertig ist. Ausgezeichnet, das ist unser Ärmel. Wo ist die vordere Achsel? Hier ist sie. Und das ist der Ärmelkugelpunkt. Nun sind wir für den weiteren Schritt bereit. Wir werden uns mit euch eine Zeit lang mit solchen schlichten Blusen beschäftigen, denn ich habe mir alle teuren Marken angeschaut. Viele Modehäuser bieten solche Blusen solcher Art an. Sieht natürlich gut aus. Es gibt bestimmt solche Menschen wie ich, die sich nicht besonders wohl im Jersey fühlen. Ich habe ein Jersey-T-Shirt, warum soll ich es als Stadtkleidung tragen, wenn ich sie im Urlaub am Wochenende oder mit den Kindern im Park zum Spaziergang anziehen kann? Zu diesem Outfit, wie die Hose und der Blazer, passt natürlich eine Bluse aus Baumwolle oder Seide viel besser. Also lasst uns nicht faulenzen, sondern arbeiten. Jede von euch, die noch keinen Stoff besorgt hat, hat sicher irgendwelchen Stoff zu Hause. Macht Musterstücke. Sobald alle Geschäfte öffnen, werden wir vorbereitet sein. Werfen das Schnittmuster drüber, zack, zack, abgesteppt, schon hat man ein neues Kleidungsstück. Man muss nicht auf die Möglichkeit warten, irgendwo hinzufahren, um es zu kaufen. Vielleicht wird man dort auch nicht fündig. Jeder versucht, seinen Namen oder sein Emblem drauf zu hinterlassen, aber so ein einfach schlichtes weißes T-Shirt ist fast nicht zu finden. Ich habe euch heute sehr viel erzählt. Ach, lasst uns abwechslungsreich sein und darüber nachdenken, wann und was wir zu welchem Anlass tragen. Liked und teilt unsere Videos, abonniert unseren Kanal, bleibt mit uns, alles Gute! Mit euch waren Pauk Sterina Michailowna und unser ganzes Team.